Während Gothic 2 als eigenständiges Spiel eine größere Erfahrung mit mehr Abwechslung bietet, wird der Vorgänger auch heute noch gern gespielt, gemoddet und diskutiert. Denn bereits hier findet sich die Grundfaszination, welche der Serie und ihr Entwicklerstudio bis heute eine respektable Reputation verschafft hat. Genauso beschäftigt auch mich Gothic 1. Zum einen spiele ich es immer noch gerne, aber vor allem versuche ich zu begreifen, was Gothic mir gibt, das ich bei den meisten anderen Rollenspielen schmerzlich vermisse. Einen Teil davon habe ich bereits in meinem Video zu Risen eingebettet. Die Menschen in der Migenkolonie von Corinnes decken eine weite Bandbreite von Maskulinität ab, wobei die NPCs, die einem von Anfang an etwas anhaben wollen, eine Minderheit darstellen. Willkommen im Lager. Ja, die meisten sind stattdessen hilfreich, erklären gerne alles Mögliche und tun vor allem eines: dich warnen. Geh nicht in den Wald. Achtung, hier geht's ins Orkgebiet. Halte dich an den Hauptschacht, sonst fressen dich die Minecrawler. Selbst vor einem der seltenen aggressiven Typen wird man vorgewarnt, wenn man sich gründlich umhört. Darüber hinaus kann man Leute finden, die sich einem anschließen möchten. Von den zukünftigen Freunden des Helden, die einem in der Hauptquest helfen, bis hin zu Matt. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Der Punkt ist, die meisten in dieser Strafkolonie sind nett zu dir. Aber trotzdem fühlt sich die Welt nicht so an. Hinter jeder Ecke könnte die nächste Gefahr lauern. In jedem der Lager hat man das Gefühl, dass man auf seinen Rücken aufpassen muss. Pass auf deinen Rücken auf! Ja, wie eigentlich allen Warnungen, die man in Gothic erhält, sollte man dieser auch glauben. Nur bezieht sie sich nicht auf die Monster oder bestimmte Personen, sondern die Ausbeutung, die in jedem der Lager stattfindet. Ein weiteres Puzzleteil, das die ominöse Gothic-Atmosphäre erschließen könnte, sehe ich nämlich in der Art, wie sich die Menschen untereinander organisiert haben. Teil 1: Implizierte Geschichte. Obwohl kaum jemand mit gehobener Waffe auf einen zurennt und ausraubt, bevor man "Steck die scheiß Waffe weg!" sagen kann, findet in jedem der Lager trotzdem Ausbeutung statt. Nur langsamer und subtiler, damit man es weniger merkt, sich sogar daran gewöhnen könnte. Jedes der drei Lager hat eine Hierarchie etabliert, mit Anführern, einer Elite, einer Mittelklasse und einer Arbeiterklasse. Obwohl es die Minenkolonie in Gothic schon seit Jahren gibt, lässt sich gut nachvollziehen, wie sich diese Hierarchien gebildet haben. Die Rüstungen der Schatten und Gardisten des alten Lagers sind die alten Rüstungen der Soldaten, welche die Sträflinge beim Schuften in der Mine ursprünglich bewachen sollten, bevor der Zauber der Barriere in die Hose ging. Der Moment, an dem die Gefangenen die Wachen überwältigten und die Kolonie übernahmen. Nur leider war das alte Lager nie dazu ausgelegt, selbstversorgend zu sein. Als die noch bestehenden Rationen drohten auszugehen und sich der König dann bereit erklärt, beliebige Waren mit den Häftlingen zu tauschen, weil er das magische Erz der Minen dringend für seinen Krieg gegen die Orks braucht, wurde schnell deutlich, wie die dickste Rüstung und die schärfste Waffe entscheiden konnte, wer am Ende die Erzschürferei machen musste und wer nicht. Nach der Revolte waren die Gefangenen, die sich die Ausrüstung der Wachen ergattern konnten, nun dem Rest überlegen und hatten damit das Gewaltmonopol. Der Anfang des Sumpflagers ist da ungewöhnlicher. Als Leute einen Weg fanden, aus dem Kraut, das dort wächst, eine Droge herzustellen, fingen sie an, etwas zu hören, das sie den Schläfer nannten. Darauf basierten sie ihre neue Religion und fingen an, mit dem Sumpfkraut zu handeln. Dass sie selbst kein Erz abbauten und es sich in einem wortwörtlichen Sumpf bequem machten, sollte dabei geholfen haben, sich der Gewalt des alten Lagers zu entziehen. Die damit gewonnene Unabhängigkeit vom Erzgeschäft konnten beförderte Mitglieder dafür aufwenden, ein fokussierter Kämpfer als auch ein mächtiger Magier zu werden. Und zu guter Letzt, während der Hintergrund des neuen Lagers recht simpel ist, so wurde es von Leuten gegründet, die weder für einen Erzbaron noch für einen Götzen ihr Leben verschwenden wollten, ist es wohl das komplexeste der drei. So besteht es erst einmal aus Leuten, die sich zusammen erfolgreich dem Zwang des alten Lagers widersetzen konnten. Vereint wurden sie als die Banditen bekannt.
Ähnlich ging es den Wassermagiern, die den Barrierespruch vergeigt und sich selbst mit eingeschlossen hatten. Zwar schmiedeten sie einen Ausbruchsplan, jedoch erfordert dieser möglichst viel von dem magischen Erz auf einem Haufen zu sammeln. Dafür würden sie sogar ihre eigene Mine betreiben. Was sie aber klarerweise zu einer großen Zielscheibe für den Erzbaron macht. Somit zogen sich die Wassermagier in das Gebiet der Banditen zurück, die bereits bewiesen haben, dass sie dem alten Lager Paroli bieten können. Und um Loyalität zu gewährleisten, heuerten die Magier die fähigsten Kämpfer als Söldner an. Sie wurden als die, Söldner bekannt. Cool, aber wer schürft denn nun dieses neue Erz, das sie sammeln? Etwas abgelegen vom neuen Lager befindet sich die sogenannte freie Mine. In einem Kessel voll mit Schürfern. Das Spiel gibt leider keine klare Auskunft darüber, wie die Schürfer ursprünglich begonnen haben. Im Dialog mit einem meint er, dass niemand freiwillig Schürfer wird. Was lustig ist, weil man sich gleich ein paar Meter weiter freiwillig als Schürfer melden kann. Ich interpretiere das mal so, dass die Banditen und vielleicht auch die Söldner arme Würstchen in den Kessel zerren und zum Schürfen zwingen. Denn je mehr sie davon haben, umso eher kann der Plan der Wassermagier umgesetzt werden. Aber im Spiel selbst wird so ein Fall nie erwähnt, also vielleicht ist damit auch gemeint, dass es die einzige Möglichkeit ist, tägliche Essensrationen zu bekommen. Auch ist es eine solide Option für Pazifisten, die keinen Bock darauf haben, die anderen Lager zu beklauen, als auch für den König und den Baron nicht ackern wollen, es sich aber einreden lassen, seinen Beitrag zur zukünftigen Freiheit zu leisten. Finde ich neato. So, ist das neue Lager damit nicht ähnlich wie das alte? Schürfer ganz unten, Wassermagier ganz oben? Ich sehe das nicht so, da das Erz der Schürfer nicht für den Wohlstand der Wassermagier gedacht ist. Auch haben die Banditen eigentlich keinen Anführer. Laris ist eher wie dieser eine Freund, der in jedem Gruppenprojekt die Organisation übernimmt. Er ist niemandes Vorgesetzter, aber wenn alle auf ihn hören, dann läuft alles rund. Also tun sie es. Und die Söldner werden meiner Auffassung nach auch nicht ausgenutzt, da sie freiwillig das Angebot der Magier annehmen und wahrscheinlich sowieso das Lager und die Magier verteidigen würden. Wenn sie also noch dafür bezahlt und ausgestattet werden, umso besser. Ist das neue Lager das beste Lager? Keine Ausnutzung? Nur Leute, die sich freiwillig selbst untereinander organisieren? Ich will dazu erwähnen, dass es das einzige Lager ist, in dem keine Sklaven gehalten werden. Yep, Iberion kommt wohl auch nicht ohne aus. Ich bin sicher, dass nichts an dieser Konklusion rütteln wird. Gehen wir in den nächsten Teil über. Teil 2. What do they eat? Zu dem Zeitpunkt, an dem der namenlose Held in die Welt von Gothic 1 hineingeworfen wird, haben sich die Strukturen in den drei Lagern bereits stabilisiert. Tatsächlich fällt einem vielleicht auf, dass niemand, egal in welchem Lager, aufgrund Unterversorgung stirbt oder sich sonst über seichte Überlebenschancen beschwert. Jeder scheint einen Platz gefunden zu haben, an dem er mehr oder weniger zufrieden ist. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Das Spiel zeigt auch schön, wie alle zu dem kommen, das sie haben. Der Erzbaron Gomez im alten Lager tauscht Lebensmittel, Luxusgüter und ja, auch Sklaven mit dem König. Die Buddler, damit sind alle im alten Lager gemeint, die nicht mindestens Schatten sind, fördern dieses Erz in der alten Mine zutage. Und geben dementsprechend das meiste davon ab. Was bleibt, wird ihnen dann zum Teil von manchen der Gardisten abgeknöpft und mit dem Rest nehme ich an, dass sie damit Lebensmittel vom Erzbaron kaufen oder mit einem Händler aus den anderen Lagern tauschen. Also, dem Erzbaron gehört die Mine, ein großer Teil des Erzes, das dort gefördert wird, und die Waren, die er mit der Außenwelt tauscht. Im Dialog wird erwähnt, dass Gardisten von Gomez bezahlt werden. Im Spiel erhält man als Schatten oder Gardist selbst aber keinen Sold, dafür darf man sich die besseren Rüstungen ab da kaufen. Juhu! Alle bis auf Gomez selbst müssen also ihr Erz für essentielle Mittel aufwenden. Es ist schwer zu sagen, wie viele für ihr Essen selbst jagen, unter den
Buddlern, schätze ich, geht die Zahl jedoch gegen null. Die Hütten sind auch offensichtlich von den Buddlern selbst gebaut, wie man an ihrer Tendenz daran herumzuhämmern gut sehen kann. Darüber, dass man selbst keine Hütte bauen kann, tröstet mich jedoch hinweg, dass es einem frei steht, eine davon in Anspruch zu nehmen. Nice! Gratis Bett und Dach überm Kopf! Auch gibt es hier durch Snaf, einen Koch im alten Lager, die Möglichkeit, täglich umsonst Eintopf abzustauben. Zumindest, wenn man seine Quest macht, aber da er beim ersten Mal ansprechen auch schon Futter verteilt und es keine Möglichkeit gibt, mit ihm zu handeln, gehe ich davon aus, dass er das nicht aus Profit, sondern für die Gemeinschaft macht. Cooler Dude! Es ist also durchaus möglich, einfach im alten Lager abzuhängen, sein Fleischschwanzen-Ragout à la Snaf zu schnabulieren und für ein paar Stunden in der Mine zu in Gothic 1 kriegt man ja dabei gar nichts raus. Verdammt. Also theoretisch wäre es möglich, selbst wenn man schlafen und essen müsste, einfach ein bescheidenes Leben zu führen und die Welt, wenn auch nur für einen Moment, ihre Sorgen sich selbst zu überlassen. Und das ist ein Aspekt, den Rollenspiele erstaunlich selten so sehr vertiefen, wie Gothic es tut. Was essen eigentlich die Leute im Sumpflager? Baal Kagan im neuen Lager verkauft Suppe, die aus dem Sumpfkraut gemacht wird. Aber im Sumpflager selbst gibt es, glaube ich, keinen Händler, der Essen verkauft. Niemanden, der Essen austeilt. Nur Sumpfkraut. Hier muss ich frei spekulieren und annehmen, dass sie ihr Sumpfkraut mit den anderen Lagern gegen die restlichen Waren tauschen, die sie zum Überleben brauchen. Schade, dass so etwas nicht im Spiel erlebbar gemacht wurde. Auch bei der Frage der Behausung sieht es eher düster aus. Niemand bietet uns eins der Baumhäuser an. Wenn uns jemand sieht, werden wir wieder rausgejagt. Na super. Es liegt nahe, dass einem beim Beitritt ein Bett in einem der Baumhütten zugeteilt wird, nur nützt einem das die ersten Tage als Anwärter schön wenig. Zumindest den Novizenrock, den man beim Eingang für teure 500 Erz erstehen kann, kriegt man geschenkt, wenn man aufgenommen wird. Schnell fällt einem dabei auf, dass Novizen die billigste Arbeitskraft darstellen, die sich mit Betäubungsmittel und womöglich keinem gestellten Essen zufrieden geben. Zwar lernen sie von den Gurus unter anderem Magie, aber wenn die dämliche "Sprich nicht, außer du wirst angesprochen" Regel mit den Gurus nicht wäre, würden sie sich garantiert mehr beklagen. Einer der Krautstampfer meint sogar, er würde bereits den zweiten Tag durcharbeiten, weil seine Ablöse nicht kommt. Und was macht der Guru? Der guckt seelenruhig zu. Okidoki, wie sieht's mit dem neuen Lager aus? Nun, das erste, was man sieht, wenn man sich nähert, sind die Reisfelder, was schon mal die Frage nach dem Essen erklärt. Des Weiteren erinnern wir uns an die Jäger, die man ganz am Anfang trifft, und erfahren auch, dass die Banditen ab und zu mal Lieferungen des alten Lagers überfallen. Auch kann man hier eine Hütte abstauben, indem man mit Gorn redet. So seien die Hütten für die Banditen und die Söldner klar aufgeteilt. Einer der Banditen hat sich jedoch eine Hütte der Söldner geschnappt und wir kriegen von Gorn die offizielle Erlaubnis, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dürfen dann selber drin pennen. Wir sprechen uns noch. Und wie bereits erwähnt, ist es sogar möglich, offiziell zu einem Schürfer zu werden. Dabei lernt man auch, dass Schürfer hier, im Gegensatz zum alten Lager, nichts von dem Erz behalten dürfen, aber dafür 3 Portionen Reis am Tag und 50 Erz pro Monat als Bezahlung bekommen. Mit dem Ziel, so viel Erz wie möglich zu sammeln, macht das ja auch Sinn. Da es hier aber keine Schutzgeldmasche wie im alten Lager gibt und sich jeder bewusst ist, dass das Erz nicht an irgendeinen Hansel auf einem großen Stuhl geht, sondern für einen Ausbruchsplan gebraucht wird, wirken diese Bedingungen nicht unbedingt weniger fair. Und es gibt eine gratis Schürferhose obendrauf. Nice! Das neue Lager ist das Beste! Teil 3. Friede, Freude, Eierkuchen? Gothic deckt damit in seinen Gesellschaftsformen die 3 grundlegenden Dinge ab, die Menschen zum Leben brauchen. Essen, Kleidung und eine Behausung. Denn es zeigt, wie theoretisch jeder, der eine Spitzhacke schwingen kann, die Möglichkeit hat, an alles davon zu kommen. Es sei denn, du bist der Spieler.
Wieso kommt da nicht zumindest ein bisschen Erz raus? Für dich hat Gothic ganz andere Pläne. Für das Spiel sind Butler und die Novizen nur dein Anfangszustand. Es lässt dich diese Rolle nicht ausspielen, weil von dir erwartet wird, dich einem der Lager anzuschließen und in dessen Ränge aufzusteigen. Schließlich haben die Butler und Novizen ja doch irgendwie die Arschkarte gezogen. Sie generieren 100% des Wertes, das die Anführer der Lager dann unter Androhung von Gewalt an sich reißen und für ihre Pläne oder ihren Wohlstand benutzen. Das machen diese natürlich nicht selbst. Das könnten sie ja gar nicht, sondern haben ihre Untergebenen dafür. Diese generieren zwar wenig bis 0% des Wertes, kosten sie sogar etwas, aber nur so ist es den Anführern möglich, ihr Vermögen anzuhäufen. Dass die Butler so schamlos benutzt und ausgeraubt werden, nutzt ein Priester der Sekte sogar als Argument, stattdessen bei ihnen Novize zu werden. Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum, weil es Lügen sind. Wobei wir ein Beispiel, wie die Gurus mit den Novizen keinen Deut besser umgehen, ja schon hatten. Auch die Banditen, eigentlich ja schon ein Mitglied des neuen Lagers, sehen sich schon der Willkür der besser ausgerüsteten Söldner ausgeliefert. Das Konfliktpotenzial ist jedenfalls da, wie Gorn in einem Nebensatz schön verdeutlicht. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Und dann, auch wenn ich sie bis jetzt verdrängt habe, gibt es noch die ärmsten Schweine, die Reisbauern. So sehr ich Lefties Quest bis heute noch brillant finde, so stark versucht Gothic, die Ungerechtigkeit, die hier stattfindet, zu verdeutlichen. Man bekommt nur 12 Wasserflaschen, es gibt aber 24 Bauern. Sie werden also mit grundlegenden Mitteln unterversorgt. Jeder einzelne von ihnen zeigt sich unendlich dankbar, wenn man ihnen eine der Flaschen gibt, um ihre Erschöpfung zu untermalen. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Dass sich der Reislord nicht die Mühe macht, dein Gesicht zu merken, du ihn also sofort um weitere 12 Wasserflaschen fragen kannst, lass ich da mal außen vor. Nach dem Abschließen von Lefties Quest spricht dich dieser nun jedes Mal an, wenn du an ihm vorbeiläufst, um dich zum Arbeiten zu zwingen. Einer der Bauern erzählt sogar davon, dass Lefty und seine Schläger ihn von seinem Schlafplatz auf die Reisfelder geschleift haben. Uff. Ein paar der Bauern begründen ihre Lage damit, dass der Reislord, für den Lefty und die Schläger arbeiten, ursprünglich die Felder angelegt hat, also stehen sie ihm auch zu. Und wenn er will, kann er andere mit einem Teil des Erlöses der Reisernte dazu bezahlen, wieder andere dazu zu zwingen, die Felder zu bestellen. Sind ja seine. Er hat sie ja gemacht. Wobei das nicht stimmt. Denn da ist noch Homer, welcher den Damm gebaut haben soll, ohne den die Reisfelder gar nicht möglich wären. Und Homer sagt Folgendes, wenn man ihn darauf anspricht. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Natürlich haben alle mitgemacht. Natürlich haben alle mitgemacht. Entweder heißt das, dass die Arbeiter, ähnlich wie jetzt, dazu gezwungen wurden, nur durch die Blume gesprochen. Da sie aber der Zwangsarbeit des alten Lagers entkommen wollten, halte ich das eher für unwahrscheinlich. Ich glaube, alle Mitgründer des neuen Lagers haben freiwillig zusammen den Damm gebaut. Spricht man etwas mit den Reisbauern, die unter miesesten Bedingungen schuften, scheint ihnen die Wichtigkeit ihrer Aufgabe klar. Ohne dem Reis verhungert das neue Lager. Ihnen mag es schlecht gehen, aber wenn sie aufhören, wird es noch mehr Leuten schlecht gehen. Klingt für mich nicht so, als ob die Misshandlung bei diesen Leuten nötig wäre. Sollte keiner gezwungen werden, glaube ich, dass sich genug Freiwillige finden würden, die Felder zu bestellen. Denn allen ist bewusst, dass es ohne sie kein Lager gibt. Der einzige Weg, auf dem der Reislord das alleinige Anrecht auf die Verfügung über die Felder erhalten konnte, muss mit Gewalt gewesen sein. Nach der Fertigstellung der Felder rief er aus, dass es nun seine sind und jeder, der glaubt, anderer Meinung zu sein, wird es mit seinen Schlägern zu tun bekommen. Hier ist Gothic am offensichtlichsten mit seiner Ausbeutung. Es spannt dich durch Lefty und seine Quest sogar auf der unvorteilhaften Seite davon ein und lässt sie dich am eigenen Leib erleben.
Dabei ist jede Beziehung zwischen Arbeitern und Anführern genau gleich, versteckt sich aber hinter einer Fassade von Zivilisiertheit und Ordnung, die dem Reislord wohl zu viel Arbeit ist. Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag! Denn ja, selbst die Schürfer im neuen Lager werden insofern ausgebeutet, dass sie so wenig für ihre Arbeit bekommen, dass sie verhungern würden, sollten sie ihre Spitzhacke für mehr als ein paar Tage niederlegen. Okay, das sind aber alles lösbare Probleme, ja? Das neue Lager ist immer noch das Beste. Die Schürfer könnten streiken und die Reisbauern, die können sich zusammentun und im Reisrohr voll auf die... Teil 4. Was hat das jetzt mit Gothic zu tun? Was verbindet man mit dem Begriff verurteilter Gefangener? Verbrecher? Sünder? Schuldig? Gefährlich? Man erfährt nie, weswegen der Held in die Strafkolonie geworfen wurde. Aber wenn wir wollen, können wir ihn so aufrecht und ehrenhaft wie es geht spielen. Wenn wir seine Aktionen nicht verurteilen, ja sogar nachvollziehen können, dass er die Barriere zerstören und aus dem Gefängnis auf Lebenszeit wieder raus will, dann stehen wir ihm deutlich sympathischer gegenüber, als es die Implikationen der Beschreibung verurteilter Gefangener erst scheinen lassen. Lässt sich das nicht auf viele in der Kolonie anwenden? Wenn man froh ist, alte Bekannte in Gothic 2 wiederzusehen, froh, dass sie es ebenfalls rausgeschafft haben, dann fühlt man mit diesen anderen verurteilten Gefangenen mit. Auch noch in der Kolonie selbst finden sich Freunde und Männer, auf die man sich verlassen kann. Ehrlich gute Menschen. Der Schmied im neuen Lager zeigt unendlich Reue über den Totschlag, den er zu verantworten hat. Mord ist innerhalb der Strafkolonie selten. Wenn du Ärger anfängst, geben sich NPCs meistens damit zufrieden, dich K.O. zu schlagen. Töten ist eine separate Aktion, die bewusst ausgeführt werden muss. Und erst wenn du damit anfängst, wirst du nicht mehr geschont. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Kämpfen und Töten sind also im Gegensatz zu den meisten von Dungeons & Dragons abstammenden Rollenspielen etwas Grundverschiedenes. In einer Welt, die von angeblich überdurchschnittlich gewalttätigen, verurteilten Gefangenen bewohnt ist. Somit will ich zu meiner These kommen. Gothics größter Trick ist es, durch sein Setting eine bestimmte Erwartungshaltung aufzubauen. Eine voller Ehrfurcht. Die Leute hier schneiden dir für sowas die Kehle durch. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Pass auf deinen Rücken auf! Das alte Lager liegt unter der Brücke. Diese Erwartungshaltung erfüllt es auch. Die Welt von Gothic ist skrupellos und gefährlich, kalt und fordernd, aber nicht wie man erst denkt. Der Payoff ist nämlich zweischneidig. Als man die Lager und die Welt erkundet, merkt man, dass die Menschen, die man erst mit größter Vorsicht behandelt, das Leben in der Kolonie nicht gefährden, sondern es überhaupt erst lebenswert machen. Du kriegst von ihnen Essen und eine Behausung, Gesellschaft und vielfältige Aufgaben. Sie machen dich und dein Leben wertvoll. Und auf der anderen Seite ist der Krallen der Ausbeutung kaum zu entkommen. Jedes Lager nötigt den Großteil seiner Bewohnerschaft zur Arbeit, um ihnen dann das meiste des generierten Wertes abzuknöpfen. Mal weniger offensichtlich und mal mehr. Keine einzige Person ist für alles davon verantwortlich. Erzbaron Gomez mag gefährlich sein, so ist er einer der wenigen, die einen ohne Warnung sofort töten. Aber wenn wer anders Erzbaron wäre, würde sich nichts ändern. Dass es einen Erzbaron gibt und diese Position mit Gewalt verteidigt wird, entweder per eigener Hand oder angeheuerten Söldnern, ist es, was die Ausbeutung im alten Lager bestehen lässt. Ähnliches gilt für Iberion und den Reislord. Solange eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe ihren Besitz, mit dem sie nur Geschäfte machen, mit Gewalt verteidigt, wird diese Gegend eine kaltherzige bleiben. Und somit merken wir durch das bloße Spielen von Gothic, dass sich unsere Welt und die der Kolonie stärker ähnelt als zuerst
gedacht. So werden wir auf dieselbe Art ausgebeutet, genauso mit mal mehr und mal weniger Schein von Zivilisiertheit. Gothic versteht, wie unsere Gesellschaft funktioniert, reibt es uns aber nicht ins Gesicht. Eine Säule der Fantasie des Spiels besteht schließlich darin, der Ausbeutung zu entkommen, indem man sich in einem der Lager durch die Ränge hocharbeitet. Wenn man einmal oben sitzt, fühlt es sich gut an, die Schikanen vom Anfang verpuffen zu sehen. Hochrangige NPCs respektieren einen und weniger Leute versuchen, einen übers Ohr zu hauen. So bist du nun Teil des Gewaltmonopols. Das bedeutet auch, dass man sich nicht mehr mit dem Machtunterschied befassen muss. Und da einige Aspekte, welche für die untersten Schichten wichtig sind, dem Spieler schlicht und einfach fehlen, komm schon, gib mir zumindest ein bisschen was, kann das nur bedeuten, dass sie für das Spiel nie wichtig waren. Sich mit den Unterdrückten zu identifizieren und damit die sozialökonomische Struktur der Lager zu bedenken, ist kein Ziel von Gothic. Aber es ist alles dafür da. Alles, was man dafür bräuchte, befindet sich im Text, wie ich mit diesem Video hoffentlich gezeigt habe. Auch wenn die Spielerschaft sich nicht aktiv damit beschäftigt, können sie es jedoch spüren. Die Glaubwürdigkeit, die Nachvollziehbarkeit, das Gefühl, Teil von etwas Ganzem, etwas Großem zu sein. Wohlbemerkt will ich es nicht realistisch nennen. Denn wie bereits erwähnt, sind viele wichtige Faktoren gar nicht reflektiert. Zum Beispiel sind alle NPCs dazu fähig, stundenlang eine Spitzhacke zu schwingen und werden nie krank oder ähnliches. Aber ich kann nicht leugnen, dass sich Piranha Bytes an der Realität orientiert und selbst Details und Konsequenzen wohl überlegt in ihre Welt eingebettet haben. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Die berühmt-berüchtigte Gothic-Atmosphäre, will ich nun behaupten, kommt von dem Zeichnen einer Welt, welche die Menschen darin ehrlich nachvollziehbar macht. In Gothic ist es die Hintergrundgeschichte der Kolonie und der Lager, wie alles begann und zu dem wurde, was es zu Beginn des Spiels ist, als auch wie jede Figur in der Welt in dieser Geschichte handelt. Dabei kann es die dunklen Seiten der Menschheit beleuchten, wie durch die Etablierung von Kapitalismus innerhalb der Kolonie und der damit verbundenen Nötigung durch Gewaltandrohung, als eben auch die hellen Seiten mit Kameradschaft, Solidarität und der Fähigkeit, aus brutalen Ausgangslagen ein lebenswertes Leben aufzubauen. Die Systeme und Gesellschaften, die sich Menschen in der Kolonie aufgebaut haben, sind, zumindest zu Beginn, stabil. Sie haben einen klar erkennbaren Sinn und demzufolge nach ist es leicht, jeden einzelnen NPC nachzuvollziehen. Auch wenn sie nicht viel sagen und auch wenn man nicht bewusst auf die Gesellschaft in Gothic achtet, kann man es spüren. Es betrifft einfach alle und ist überall. Gothics Gesellschaft und wie sie konstruiert wurde, verhilft dem Spiel mehr als ein dialoglastiger Tomb Raider-Klon mit gewöhnungsbedürftigem Kampfsystem zu sein, mit der Möglichkeit, Leuten das Wort Scheiße an den Kopf zu werfen. Gothics Gesellschaft macht Gothic zu Gothic. Dieses Video wurde von MJ Imba geschnitten. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert und wenn ihr die Show unterstützen wollt, könnt ihr das auf patreon.com/gescheitgespielt tun. Mein Ziel ist es, ein Video wie dieses jeden Monat zu veröffentlichen und wenn ihr mich unterstützt, dann könnt ihr mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. So wie Speckobst hier. Danke Speckobst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.